Hallo und herzlich willkommen zu den Tasting Buddies. Ich bin Martin. Heute stelle ich euch einen deutschen Whisky vor, und zwar von der Destillerie Lantenhammer, das Produkt Sliers. Sliers ist die Whisky-Reihe von Lantenhammer und heute haben wir den Sliers Classic. Ja, wir haben hier einen hell goldgelben Whisky. Wundert euch nicht über die kleine Flasche, aber bei deutschen Whiskys bin ich immer sehr vorsichtig, was das angeht. Er hat 43% Volumenalkohol und kostet, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwas um die 40, 45 Euro die große Flasche. So, ja. Es ist in der Regel ein dreijähriger Whisky hier drin. Allerdings gibt es keine Altersangabe, weil mittlerweile auch bis zu 6 Jahre alte Whiskys hier beigemengt werden. Die genaue Rezeptur gehen natürlich nicht preis. Die Produkte in unseren Videos haben wir alle selber bezahlt und wir sind niemandem Rechenschaft schuldig, eine bestimmte Meinung zu vertreten. Deshalb brauchen wir auch nicht hier, dort, da oder hier Werbung einblenden. Ja. Dann schauen wir uns den mal genauer an. Hell goldgelb. Also er riecht sehr nach Trockenfrüchten. Nicht alkoholisch. Karamell habe ich hier ganz viel drin. Eine sehr intensive Note ist das. Ingwer. So eine leichte Schärfe, aber nicht alkoholisch. Ja. Ja, im Dienste der Wissenschaft probieren wir auch diesen deutschen Whisky mal. Also es fällt auf, er ist süß, auch im Abgang von Marzipan auch. Nussnote ist drin und auch eine gewisse Fruchtigkeit, die man auch schon errochen hat. Ja, im Abgang ist er definitiv kräftig und hat auch neben dem Marzipan so eine leichte Zimtnote. Also, ich bin überrascht. Er ist echt angenehm im Geschmack, im Geruch, im Nachgang. Also, dafür, dass er ausschließlich in amerikanischen Weißeichefässern gereift ist, ja. Die Eiche kommt auch ganz am Ende nochmal, aber nicht wirklich dramatisch. Also ich muss schon sagen, das ist schon für einen Respekt. Das ist der erste deutsche Whisky, wo ich sage, ja, der schmeckt. Ja, dieser Whisky ist sicherlich dazu für mich geeignet, auch weitere deutsche Whiskys zu probieren. Welcher Whisky würde euch noch interessieren und was trinkt ihr an deutschen Whiskys gerne? Schreibt es mal in die Kommentare. Also, ich muss wirklich sagen, der ist, auch nachdem er geatmet hat, immer noch schmackhaft. Das ist ja zum Beispiel bei den Bourbons ist das ja irgendwie gar nicht so. Aber der, also ist tatsächlich ein deutscher Whisky, der mir schmeckt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keins mehr der Videos. Und schreibt mir in die Kommentare, was euch an deutschen Whiskys besonders gefällt und welcher euch gefällt. In diesem Sinne, tschüss.